Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Inside mit mir, Bombi, von den Weaklingen. Ich spiele hier, wie gewohnt, da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich bin letzte Episode mit so einem Unterwasserfahrzeug durch eine verlassene Fabrik, überschwemmte Fabrik, gefahren. Ich musste es verlassen und jetzt bin ich hier. Wo auch immer hier ist, werden es herausfinden. Aber wie schon gesagt, ich scheine in irgendeiner verlassenen Fabrik zu sein, die anscheinend auch ein bisschen Schräglage bekommen hat. Hier ist alles sehr schräg. Irgendwie versunken, mit Wasser überschwemmt, ich weiß es nicht. Oh je. Oh je, immer diese roten Knöpfe. Ich habe eine ganz schlimme Vermutung, deshalb öffne ich das und renne links. Oh mein Gott, wie ich recht hatte. In der Gefahr entkommen. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Der Boden ist schief. Ich mache eine Tür auf. Und was kommt mir entgegen? Große rollende Dinge. Meine menschliche Vorahnung hat mir also das Leben gerettet. So darf es weitergehen. Jetzt sind hier überall Pflanzen. Ist ja cool. Blinkende Gegenstände mit Griffen. Immer so eine Sache. Ich erforsche erstmal noch weiter. Hier eine Mauer mit Stacheldraht. Das ist, nicht so freundlich. Dann nehme ich doch lieber das blinkende Etwas in der grünen Landschaft. Okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß, was zu tun ist. Anlauf nehmen. Nice. Sprung. Schwingen und Sprung. Ich lebe noch, also ist alles gut. Hier ist wieder Schräglage und ein roter Knopf. So lobe ich mir das. Führe mich wieder durchs Gitter. Oh nein. Was war da? Was war da? Ich will nicht. Mami! Was war das? Hier in dem Ding fühle ich mich sicher, aber. Jesus. Jetzt will ich gar nicht mehr aus dem Ding aussteigen. Oh, perfekter Sprung. Hey, jetzt muss ich natürlich unter Wasser weiter, denke ich mal. Einfach mal rammen. Nice. Und ich dachte, ich müsste jetzt mein Unterwassergefährt komplett zurücklassen. So ist mir das aber natürlich lieber, weil ich muss ehrlich sagen, es macht echt Spaß, hier mit dem Ding rumzufahren. Und diese Rammmechanik ist super witzig. Aber ich muss sagen, was mir nicht so gefällt ist, ich fahre immer tiefer. Immer tiefer. Und das ist ein leicht unbehagliches Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ob
Ob die Submarine auch andocken kann? Okay, die Antwort ist nein. So, da vorhin irgendwas im Wasser war, gehe ich jetzt bis hier rüber an die Leiter. Keine Lust da irgendwie von irgendwas aufgefressen zu werden. Die können so tief fallen, wie sie wollen, das ist denen egal. Also kann der auch. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen, mein Fehler. Kann der hier auch mit dem Ding fahren? Antwort ist ja. Was passiert jetzt, wenn ich aussteige? Okay. Ich probiere es einfach mal. Oh, schnell durchs Wasser. Ich habe keine Lust, von irgendwas gefressen zu werden. Wenn das funktioniert, ey, holy shit. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So, okay. Der hängt jetzt in dem Kontrollding. Mann. Jetzt kontrolliere ich den, der den anderen kontrolliert. Oh mein Gott, das ist Controlception. Jetzt ist nur die Frage, was ich konkret machen muss. Friends in low places unlocked. Okay. Ja, und was nützt mir das jetzt? Wie geht's hier weiter? Jetzt sagt bloß, es war ein Bonus. Es war jetzt nur ein Bonus, oder wie? Oder muss ich den Kerl aus seiner Halterung knocken? Probier es einfach mal. Und Sprung! Okay, ich habe ihn nicht erwischt. Und gerade unten. Entschuldigung, Zuschauer, das muss ich jetzt einfach ausprobieren. Okay, ich komme nicht ran. Ich denke, das war einfach nur ein Bonus. Aber was ist denn jetzt der echte Weg? Ich bin verwirrt. Hier ist auch dieses Kabel. Ich sehe gerade nicht, wo das Kabel weitergeht oder aufhört. Also, das war jetzt echt nur ein Bonus. Geht's hier weiter? Es geht hier tatsächlich weiter. Okay, ich habe einen Bonus gemacht. Hier ist ein Schalter. Ich denke, den kann ich nur benutzen, wenn ich ohne dem Fahrzeug unterwegs bin. Aber wie immer, erst noch die andere Gegend auschecken. Ich denke, die Tür öffnet sich mit dem Schalter. Und da komme ich als Mensch durch. Okay. Ich denke, ich weiß, wie es geht. So, das Fahrzeug lasse ich jetzt hier. Und schwimme als Mensch zum Schalter. Hoffentlich taucht nicht das komische Ding auf, was mich vorhin echt erschrocken hat. Okay, der Schalter ist echt ziemlich weit weg.
Nicht ertrinken. Schwimm. Schwimm schneller, kleiner Junge. Okay, es bleibt auf der Höhe. Gott sei Dank. Ich bin der Submarine-Profi. Ja. Ah, nochmal was zum Rammen. Das war echt gerade eben nur ein Bonus. Wer hätte das gedacht? Ja. Was bist du? Was machst du? Wieso hast du so lange Haare? Muss ich dich rammen? Widerliches Ding. Bin mir ziemlich sicher, dass das wieder so ein Ding ist, was mich zerfleischen wird. Ah! Ah! Okay. Also ich bin nur vor dem Ding sicher, wenn es in diesem Lichtstrahl ist. Schuh, schuh, schuh! Mann. Wo muss ich hin? Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, jetzt. Jetzt sehe ich gerade, wo es weitergeht. Ups, ich dachte, ich könnte das Viech jetzt irgendwie an die Wand nageln. Aber das ist so flink und wendig. Oh, schaut mal, wie schnell das unter Wasser ist. Das gibt's ja gar nicht. Oh, ich habe die Wand gerammt. Und weil ich die Wand gerammt habe, ging mein Licht aus und... Ja. End of story. Also, nicht die Wand rammen. Ah, ich habe eine Idee, wie ich das Ding aussperren kann. Und es hat funktioniert. Nice. Aber ich denke, ich muss hier hoch. Das habe ich vorhin gesehen. Ah, und ich muss es aussperren, sonst wäre ich tot gewesen, weil mein Licht ausgeht. Ja, gut. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich dachte, ich könnte auf den Strand hüpfen. Okay. Brummen im Hintergrund.
Uiuiui. Au. Da ist ein schnarchender Zombie. Also, es sind keine Zombies. Ich kann nicht sagen, was das ist. Da hinten ist ein Licht. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl, liebe Zuschauer. Diese Vibrationen und dieses Bumpern wird immer stärker. Okay. Was passiert legit hinter dieser Tür? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das herausfinden will. Neunzehn anscheinend. Nach unten, okay, das ist ein Aufzug, das wusste ich nicht. Erstmal erkunden. Ich weiß ja nicht. Weiß ja nicht, was ich machen muss. Okay, da unten sind auch noch mal. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Auf Englisch würde ich sagen, the mindless. Also die Kopflosen. Mein Gott. Aber das war keine schlechte Entscheidung war. Ich weiß nicht, ob ich da wieder hochkomme. Ich habe so das Gefühl, ich habe total wenig jetzt erforscht und jetzt habe ich irgendwie einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr zurückkomme. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber ich glaube, das ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, ich werde wieder zurückgehen müssen, irgendwie. Muss sagen, das ist bisher der gespenstischste Ort aus dem ganzen Spiel. Hätte noch ein bisschen höher schwingen. Gott sei Dank lebe ich noch. Ich dachte, ich wäre jetzt echt tot von dem Sturz. Es wäre irgendwie ein bisschen undramatisch gewesen. Schwingen. Oh, immer diese Brücken, die aussehen, als würden sie jeden Moment runterbrechen. Oh. Oh, was? Oh, wie cool. Okay. Helft mir hoch, Jungs. Die Jungs, die behalte ich mir hier. Das sind treue Seelen, die mir helfen. Oh, je.
die mich komisch anhauchen und anpotzen und anpotzen. So, ich habe noch nicht auf die linke Seite geschaut. Okay. Rotes Licht, das... ziehen oder schieben? Frage ist, wohin? Okay, da hinten hören die Gleise auf. Dann denke ich, es muss hier unter dem Loch stehen. Ich weiß zwar noch nicht den Grund, aber... Oh, oh! Ups. Immer erkunden. Oh, das hat mich jetzt zu nichts gebracht. Ah, ich bin ein Idiot. Könnt ihr das nicht greifen und zurückziehen? Nein. Ah. Ach, ich vergesse, dass sie mich fangen könnten. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich nehme es einfach komplett mit. Runter. Schiebt mich weiter, Jungs. Ihr schafft das. Und ich bin hier oben. Hier ist wieder so ein gelbes Kabel. Kann ich hier nicht irgendwie... Okay. Wo bin ich? Und da ist so ein gelbes Kabel. Ich habe gefühlt, ist immer da, wo das gelbe Kabel irgendwo hingeht, ein Secret. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht. Na komm. Also ich hoffe, wenn ich da jetzt ins Wasser gehe, dass da nicht hier mein Kontrollding kaputt geht. Ah ja, okay, ich bleib über dem Wasser. Ah, das ist wieder so ein Ding. Ich habe eine Idee. So, und... Okay. Schlechte Idee. Und nur die Kiste. Auch eine schlechte Idee. Bin mir nicht genau sicher, was ich jetzt hier machen muss. Ist
hier links noch irgendwas? Vielleicht stelle ich mich gerade nur blöd an, aber ich bin gerade mal wieder ein bisschen überfragt. Was zur Hölle ich hier machen muss. Ich kann mit der Kiste auch nicht irgendwie noch weiter weggehen. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Ah, oh mein Gott, es liegt so auf der Hand. Oh Gott. Es fliegt nicht hoch genug. Also was mache ich? Ich erhöhe es. Und bedient von da aus. Oh mein Gott. Yay, Boys. Na, alles fresh? Ich frag mich, ob die überhaupt auch essen oder trinken oder andere Sachen wie auf die Toilette gehen. Irgendwie machen müssen. Sag's euch. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, da oben ist ein Secret. Aber vielleicht denke ich auch nur falsch. Aber... anscheinend denke ich falsch. Okay, so komme ich auch nicht hoch. Ja, war ein Versuch wert. Ich glaube, das Ding brauche ich jetzt nicht mehr. Also, so wie es aussieht, sammle ich immer mehr von diesen Männern. Ich habe jetzt schon eine unglaublich hohe Workforce. Ich glaube, hier unten habe ich jetzt schon alles erledigt. Das ist echt creepy, die wackeln da rum, kotzen mich an. Ah, halt jetzt. Hier rechts waren ja noch ein paar Typen. Die folgen mir jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich... Ah, 19 für... Jetzt macht es Sinn. Mir fehlen noch 9 Typen. Holy moly. Ich weiß, dass hier im Erdgeschoss ganz links noch welche waren, da konnte ich das Tor nicht öffnen, weil es zu schwer war. Aber mit so vielen Leuten sollte das ja machbar sein. Ich sehe jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Toad. So, mit einem Pilzkopf. Nein, nein! Jungs, ich will nicht hoch. Greifen. Oh. Dankeschön, Jungs. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Okay. Werft mich, Jungs! Woo! Wie sie in dieser Lore stehen! Oh Gott, ist das tricky.
und hoch. Ah, ein bisschen zu spät. Wie die aber auch nicht rausfallen. Ah, komm schon. Oh Mann, ey. Das werde ich ja jetzt wohl noch schaffen, oder? Nice. Das war perfekt. Okay, ich baue mir hier echt eine Armee. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, schaltet wieder ein. Und es heißt Bombi Plays Inside. Ich bin von den Weaklingen. Wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Like da und ein Subscribe, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Wenn ihr das gemacht habt, vielen Dank an euch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bombi Plays Inside. Tschüss.